Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Heute ist 1. Mai und ich habe mich kurz auseinandergesetzt, weil ich wollte natürlich auch wissen, woher kommt der 1. Mai, welche Bewandtnis hat es auf sich. Und wir sind relativ schnell in den Bereich des Verlustes von Wohnort und oder Wohnsitz und Arbeitsplatz gekommen, weil angeblich, ich kann das leider nicht überprüfen oder bestätigen, aber ich halte es durchaus für möglich, dass Menschen eben zum 1. Mai, also nach überstandenem Winter, wenn das früher eingesetzt hat, eben ihren Arbeitsplatz wechseln mussten, also sich eine neue Arbeit gesucht haben oder auch einen neuen Wohnort gesucht haben. Also das würde dann auch bedeuten, dass traditionell eben insbesondere im 19. Jahrhundert, dass dort große Menschenmassen auf der Straße waren und dass dort eben aus diesen Ansammlungen möglicherweise immer wieder Protestaktionen herausgekommen sind. Ich habe das Ganze natürlich auch hier bei uns mit Franz von Lothringen, hier bei uns in Österreich. Wir hatten ja ein großes Reich. Das Kaiserreich war, glaube ich, das Habsburger Reich war damals einer der großen Weltreiche. Und wir haben überall, hier steht zum Beispiel in der Slowakei die Manufaktur von Holic. Ja. Franz von Lothringen hat das hängt wahrscheinlich mit seiner Herkunft zusammen, über die ich nichts sagen möchte, aber hier haben dann eben Tausende und Abertausende Menschen die Möglichkeit gefunden, zu geringen Löhnen zu helfen, dass Kleingewerbetreibende in den einzelnen Ortschaften zugrunde gehen. Da wurde zum Beispiel Stoffe in Manufakturen in großem Maße hergestellt. Wir haben da auch hier, glaube ich, von Gerhard Hauptmann das Drama Die Weber, ja, wo eben, aber das hängt dann auch schon mit der industriellen Revolution zusammen, wo Menschen keine Möglichkeit mehr hatten, ihr Geld sozusagen noch verdienen in Konkurrenz gegen die Maschinen. Wie gesagt, bei uns hat ein Kaiser, also Kaiser, mein Franz von Lothringen, hat dann damit begonnen, sozusagen auf großer Basis Menschen, zahllosen Menschen sozusagen ihre Existenzgrundlage zu seinen Gunsten zu rauben. Also sehr interessante Dinge, die sich hier abgespielt haben. Das war dann, glaube ich, auch die Basis für die Revolutionen 1848. Naja, da kam dann eben dazu die Erfindung der Dampfmaschine sozusagen und deren industrielle Nutzung, wo eben die Menschen, was waren die Menschen? Ja, nichts mehr. Irgendwie erinnert uns das ein wenig an die Gegenwart. Also wir sollten vielleicht auch 1. Mai daran denken, worum es gegangen ist. Es ist hier darum gegangen, dass Menschen ihre Existenzgrundlage geraubt wurde. Ja, heute ist das alles in Vergessenheit geraten. Zu 1. Mai-Versammlungen kommt kaum noch jemand. Und pikantes Detail am Rande, ich will ja nicht sagen, wer die 1. Mai feiern sozusagen als gesetzlichen Feiertag eingeführt wurde, aber es war im Jahr 1933. Ja. Also das ist hier aus einem Reichsgesetz vom 10. April 1933, Tag der nationalen Arbeit. Dazu möchte ich natürlich überhaupt nichts sagen, weil ja in unseren derzeitigen Zeiten sogar der Buchstabe Z zum Unbuchstaben erklärt wurde. Also was soll man dazu noch sagen? Ja, spannende Dinge geschehen allenthalben. Also wir haben hier wirklich großartige Entwicklungen und jeder, der sein Gehirn zwischen den Ohren verwendet, weiß, dass wir jetzt eine ähnliche Situation haben, wie es vor knapp über 80 Jahren war, wo die City of London natürlich auch hier keinerlei Einfluss, wo auch immer, wie auch immer oder warum auch immer hat.
Ja, das ist, sind alles nur Verschwörungstheorien. Wir haben morgen den Übergang der Venus in den Widder. Und zwar befindet sie sich hier an der oder nahe der Spitze des sechsten Hauses, aber schon im sechsten Haus. Wir sehen auch hier sozusagen nach wie vor das Sextil zu Pluto, nach wie vor das Doppelsextil zu Mond. Merkur-Konjunktion, das wäre das Alternativhoroskop gewesen, hätte noch länger gedauert. Venus im Widder ist ein kurzes Horoskop, na kurz ist ja vorbei, Entschuldigung, bis zum 28. Mai gilt das, also ein 26-Tages-Horoskop, 3,5 Wochen. Mit ein bisschen guten Willen können wir uns auf 4 Wochen einigen, weil 4 mal 7 ist 28, das ist von 26 nicht allzu weit entfernt. Ich habe mich für das etwas kleinere Horoskop entschieden und wir sehen mit einem Blick alles auf der rechten passiven Hemisphäre. Also das heißt, es ist wieder ein Warten wir mal ab und schauen wir mal aktiv zu Horoskop. Also das heißt, auch dieses Horoskop weist darauf hin, dass sich auf dieses Horoskop bezogen in den nächsten 4 Wochen nicht allzu viel tun wird. Aber wir haben, glaube ich, auch noch andere Horoskope laufen. Das ist ja das ein bisschen Verwirrende in der Astrologie, dass wir so viele Horoskope parallel laufen haben, eben auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Frequenzen. Das ist die Liebesfrequenz, das ist eben die Venusfrequenz und natürlich ist die Marsfrequenz dann besonders interessant, wenn der Mars dann in sein Widderdomizil kommen wird. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und schauen wir mal. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir in diesem Horoskop Aszendent Waage haben, aber mit 19 Grad 10, glaube ich, auf, nein, 1842, 1910 war was anderes, hatten wir, glaube ich, auch in diesem Horoskop, oder habe ich das verwechselt? Habe ich verwechselt. 1842 sind natürlich Skorpion gerade. Und interessant, 1848 hatten wir dann die Revolution, also hier schon irgendwie eine Art Querverbindung. Ja, welche Zahlenreihe nehmen wir zuerst, die alte oder die neue Zahlenreihe? Die alte Zahlenreihe ist ganz interessant, also würde sagen, die alte Zahlenreihe mit 2. Mai gefällt mir fast besser, deswegen nehmen wir die erste Zahlenreihe, also die neue Zahlenreihe als erste dran. Wir haben den 43. Tag des Jahres, wenn ich richtig geschaut habe, ja, wir haben den 43. Tag des Jahres und die Zahlenreihe lautet 13, 15, doppelte 17, 19, 21 und daraus resultierend die 3 zeigt uns an sich sehr starke Zahlen, weil die 13 und die 15 zählen halt jetzt nicht zu den allerbesten Zahlen. Hier nehmen wir die 13, den Tod als das, was er ist. Niedergang, Transformation und die 15 als das, was sie auch ist, eine starke Magiezahl, steht für den Teufel. Also hier geht es in erster Linie um Abhängigkeiten, um ein Nicht-Loslassen-Können und ja, ich meine, objektiv gesehen haben sie ja des London sicherlich nicht beteiligt gewesen, haben sie es ja geschafft, großartige Abhängigkeiten zu schaffen. Und natürlich haben sie uns tausende Spielzeuge an die Hand gegeben und wer möchte sein Spielzeug schon loslassen? Ja? Ich meine, bitte, das kann man bei einem Hund ja auch probieren, wenn man den Hund den Knochen oder seinen Spielzeugknochen, da gibt es ja welche aus Kunststoff, glaube ich schon, dann wird er auch eine Reaktion setzen. Interessant ist die doppelte 17. Osiris, ja, der Stern, die Wasser des Lebens, Jesus Christus Zahl. Ganz interessant, dass die doppelt hier ist. Also das heißt, die neuen Zahlen weisen uns auf einen großartigen Prozess hin. Ich habe das in dem Horoskop nicht gefunden, aber ich weiß, dass die Zahlen unheimliche Kraft haben. Wenn ich mein Horoskop nicht weiter gewusst habe, habe ich in die Zahlen geschaut und dort habe ich oft die Antworten gefunden. Also ganz spannend. In den Zahlen steckt halt sehr, sehr viel drinnen. Die 19, die Sonne, eine grandiose, hervorragende Schutzzahl, fast schon zu gut. Naja, zum Sonntag passt die Sonne natürlich ausgezeichnet, aber morgen ist halt leider kein Sonntag, sondern heute. Aber es verwechselt, aber es macht ja nichts. Es war eine interessante Assoziation. Die 21 als letzte Zahl, höchstes Glück auf Erden. Und also die Welt ist, glaube ich, im Tarot die Zahl. Also hier
kann eigentlich alles nur gut gehen. Und daraus resultiert dann die 3, die Herrscherin steht für Uranus, und hier geht es eben darum, dass wir aus der Ruhe, aus der Gelassenheit erschaffen. Also ganz, ganz spannende Dinge, die hier laufen. Ja, es ist viel geschehen und es wird noch sehr viel mehr geschehen, aber letztendlich glaube ich zu einer Transformation des Guten. Und immer wenn ich an die City of London denke, dann kommt mir dieser Spruch, glaube ich, aus Faust: Ich bin der Geist, der Böses will und Gutes schafft. Schauen wir mal, ja? Weil viele, viele Entwicklungen, die sich als so furchtbar herausgestellt oder dargestellt haben, haben ja dann doch auch etwas Gutes an sich. In dem Sinne, weiter zum zweiten Teil. Ende.